Wir hören eine Lesung zeitgenössischer Literatur. Zeitgenössischer Literatur. Ja. Mit tiefer verborgener sozialkritischer Bedeutung. Gibt Galle! Die Analyse folgt danach von der da. Und danach sage ich nur zwei Wörter. Halt die Fresse! Drei! Hau rein! Zurück zur literarischen Qualität des heutigen Abends. Heute hat Adolf auf jeden Fall dauernd Türkenprobleme bei Karl. Deswegen macht Fährmann Scheiße bei jedem kleinen obergeilen Blasehasen im beschissenen Advent und kommt mit Blondie an. Vor deiner Oma mit White Power ohne kleine Big Star in Newtown beim ewigen Heißen. Deswegen wird Goebbels mit Mustangs, die dauernd den Führer ankacken. In dem Bettes kleine Rasenmäher vergraben. Goebbels pokt ständig beim Luftangriff im Bomber. Seit im Bonker! Im Bonker seit 5.45 Uhr. Wobei sein Nazi-Köter Scheiß unter tosendem Durchfall den Panzer kennt. Deswegen smatscht seine Mutter Kotelettenmann an die Wand. Danach springen 9 Kotelettenmänner über Autobahnbrücken mit LKWs und White Power vollgefüllten Kondomen. Die Kacke breitreißt. Das ist eigentlich White Power vollgefüllten. Ja. Die Nese ist gammelig ohne Kotelettenmänner. Die hetzen. Weil Adolf kapituliert nicht, dem Autohagel vieler Mikras. Denn ich bin immer nur bekifft wie Klaus und sein Vater, wenn obergeile Fixsäue, die nichts machen und auch jodeln können, obwohl sie vergast haben. Deshalb mäht Matrix immer Bennis Polo nieder, aber sein Satz hat 28,5 Haare. Denn heute Nacht war schon Nazis stricken und Ani so Hakenkreuzdecken und Ani Käppen gerade Autos zerschlägt, um sich aufzugeilen, indem Neo Schweine inhaliert. Trotzdem bückt die Galeria sich niemals für Onkel Bob. Ich auch nicht. Vielleicht fickt deine Mutter die ochsenartigen Kackhäuter von neurotischer Herkunft, denn 7 Zwerge ficken Schneewittchen in unappetitlichen, zugeschissenen, abgekackten Arsch von Fennel, welcher die Fahrtfahrt befestigt die kesselfähigen Vögel. Bezüglich dessen gammelt Matrix mit seiner Planierraufe ausnahmsweise durch den Dönerladen von Alibaba, wo die Galeria voll klein geworden ist. Deswegen hat Klaus keine Eier mehr. Ach so, weil Matrix Armor hat Klaus keine Eier mehr. Moment. Trotzdem findet Tutti mit dir unter der Galeria, bis das Öl durch das Ofenrohr in meinem Waffenschrank mit Adolf Nazi-Kötern explodiert. Außerdem fliegt Himmler mit Sally unter Teppichböden, denn Hans-Peter Rudolf hat kleine Wasserflugzeuge, die dem Galeriebesitzer übelst auf den Sack kommen. Mit ärztlicher Unterstützung Körperteile zerkratzen. Danach bürgelt keiner mehr meine Breitreifen unter eurer Oma, die ziemlich eitrig reinschaut. Dafür kann Matrix nicht, außer 1000 abgefüllten Kotelettenmännern für mich und rohrvoll Scheiß Matrix in die Kammerwand aus Nazi-Stahl.